Eine Liebesgeschichte über die wunderschönste Liebe zwei Menschen. Es ist nicht die Geschichte von Romeo und Julia oder Leila und Majnun. Was ich euch heute erzählen möchte, ist die wunderbarste Liebesgeschichte, die je existiert hat, seit der Schöpfung des ersten Menschen bis zu den heutigen Tagen. Mit dieser Geschichte definiert man den Begriff Liebe. Die Hauptdarsteller in unserer Geschichte sind Adam und Eva, Friede auf sie. Und um alles besser zu verstehen, blicken wir einmal Millionen oder Jahrhunderttausende Allahu'alam von Jahren zurück. Genau gesagt, als Allah subhanahu wa ta'ala den ersten Menschen erschaffen hat. Allah hat Adam a.s. geschaffen, aufgerichtet und gab ihm die beste Gestalt. Adam a.s. hat im Paradies gelebt und hatte alles zu seiner Vergnügung. Er a.s. fühlte sich allein. Irgendetwas fehlte ihm. Er konnte nicht allein im Paradies leben. Er fühlte sich unvollständig. Er brauchte Gesellschaft, Liebe, Erbarmen und Mitleid. Und er fragte Allah, ob er so jemanden mit diesen Eigenschaften erschaffen konnte, damit er sich vollständig fühlen konnte und wirklich ruhig und glücklich sein könnte. Allah erschuf Eva a.s. Er ist es, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf. Und er hat aus ihm seine Gattin gemacht, damit er bei ihr Ruhe finde. Warum glaubst du, Allah hat erst Adam erschaffen und dann Eva? Wieso hat Allah nicht beide gleichzeitig erschaffen, was für den Allmächtigen ein leichtes gewesen wäre? Eine der Weisheiten dahinter, Allahu Alim, war es, dass Adam a.s. fühlen soll, was Einsamkeit ist. Und somit wüsste, dass ein Leben ohne sie unmöglich wäre, sogar im Paradies. Allah möchte uns vielleicht damit sagen, Allahu Alam, dass der Mann nicht ohne die Frau leben kann und auch nicht die Frau ohne den Mann leben kann. Selbst wenn sie oder er in einem Ort ist, wo ein einziger Fleck besser und schöner ist als die gesamte Erde. Keiner von den beiden ist vollständig, aber beide auf ihre Art und Weise formen ein Ganzes. Es sind zwei Puzzlestücke aus dem gleichen Puzzle. Von da erhalten wir die Definition des Mannes und der Frau im Islam. Der Mann und die Frau sind zwei Menschen mit gleichen Wurzeln, gleich mit Rechten und Pflichten. Beide gleichen sich gegenseitig aus und jede bringt ein, was dem anderen fehlt. Die Frau ist der Schlüssel zum Glück dieser Welt und der Ruhepol des Mannes und umgekehrt. Verstehst du jetzt den Hadithen? Die Ehe ist die Hälfte des Dienstes. Du kannst beten, Zakat geben, fasten im Ramadan, Koran lesen und mehr, doch damit bleibst du ein halber Muslim. Erst mit der Heirat erhältst du die andere Hälfte. Wenn jeder begreifen würde, dass wir unvollständig sind, würden wir auf unseren anderen Teil verzichten. So würde ihre Beziehung auf diese Liebe basieren und erkennen, wovon Allah subhanahu wa ta'ala im Koran spricht. Es gehört zu seinem Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihr Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für die Leute, die nachdenken. Adam a.s. wurde aus Ton erschaffen. Ton ist ein Symbol der Härte und Stärke. Und Eva a.s. wurde erschaffen aus der Rippe. Etwas Lebendiges, Leben, Gefühle, Zerbrechlichkeit und Zärtlichkeit etc. Es sind Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist ein allgemeines Gesetz. Wieso versuchen manche beides gleichzusetzen, als seien sie beides das Gleiche? Allah zeigt uns Unterschiede auf eine unglaubliche schöne Weise und gibt uns ein Beispiel anhand der Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt, und dem Tag, wenn er in seiner Helligkeit scheint, und dem, der männliche und weibliche erschaffen hat, euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Allah gibt uns einen Vergleich mit Hilfe der Aufgaben des Tages und der Nacht. Der Tag und die Nacht, beide ergeben 24 Stunden. Sie ergänzen sich, so dass man den Übergang von hell zu dunkel nicht merkt. In manchen Jahreszeiten des Jahres ist die Nacht länger als der Tag. Und manchmal ist es auch andersrum. Aber trotz allem ergänzen sie sich und ergeben 24 Stunden. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und man kann auf keinen der beiden verzichten. Nicht auf die Nacht und nicht auf den Tag. Jetzt aber zur Geschichte zurück. Wir waren stehen geblieben, wo Allah subhanahu wa ta'ala erst Adam und dann Eva a.s. erschaffen hat.
Und beide lebten anfänglich eine Zeit lang im Paradies, bis sie vom verbotenen Baum aßen. Die Strafe von Supanawata Ala war, dass sie das Paradies verlassen mussten und verbannte sie auf der Erde zu leben und zu sterben. Wie wir sehen, haben beide den Fehler begangen und beide wurden von Allah bestraft und beiden wurden später von Allah Supanawata Ala verziehen. Allah ließ Adam a.s. im Gebiet von Indien runter und Eva a.s. im Gebiet von Saudi-Arabien. Sie haben sich gegenseitig gesucht. Sie konnten nicht getrennt voneinander leben. Und am Ende haben sie sich gefunden. Wo? Am Hügel des Erbarmens. Und das in der Nähe von Jeddah. Laut Google Map sind es ca. 6268 Kilometer. Das heißt, Adam a.s. lief von Indien nach Saudi-Arabien ca. 6286 Kilometer. Und bestimmt hat er sich in einem fremden Planeten mehrmals verlaufen. Und Eva a.s. legte nur 70 Kilometer zurück. Warum ist dieses so? Von daher kommt wahrscheinlich, dass die Männer den ersten Schritt machen müssen und dass die Frau das letzte Wort hat. Liebe Schwestern, versteht ihr jetzt, wieso die Männer so viele Drehungen machen müssen, bevor sie euch bekommen? Verstehst du warum? Jede Frau ist wertvoll für Allah subhanahu wa ta'ala, für ihre Eltern und für ihren Mann. Sei nicht zufrieden mit weniger und fordere nicht mehr. Das sind die Rechte, die Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, und lass dich nicht trügen. Es ist dein Recht, was subhanahu wa ta'ala, dein Schöpfer und nicht ein Mensch wie du dir gegeben hat. Deswegen ist es übergreiflich, wie manche Männer die Hand erheben können. Man sollte ihnen in ihren Gesichtern schreien. Wie kannst du dies machen, wenn dein Urvater a.s. ohne eine Frau nicht mal im Paradies leben konnte? Wie kannst du dies machen, wenn dein Urvater Adam a.s. hunderte von Kilometern gelaufen ist, um seine Frau wiederzufinden? Unser Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat seine erste Offenbarung in eine Hülle bekommen und lief wieder nach Mekka ängstlich zurück. Und wohin lief er? Natürlich musste er zu seiner Frau. Logischerweise war es Khadija radhiyallahu an, die ihn zudeckte. Ihn, sallallahu alaihi wasallam, von da an stärke bis zum Ende ihres Lebens. Und am Ende, das Schönste dieser Geschichte, die Engel fragten Adam a.s., ob er Eva a.s. liebt. Er a.s. antwortete, ja, ich liebe sie. Gib mir ein Feedback in den Kommentaren, falls ihr ein Video haben möchtet, wie man eine glückliche Beziehung führen kann. Und falls euch das Thema Adam und Eva mehr interessieren sollte, schaut euch das linke Video im Abspann an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Amin.